Ja, hallo. Ja, in diesem Teil möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie hier im Tabular Rahmen einzeigen können. Was verstehe ich dabei unter Rahmen? Ich meine damit die äußeren Rahmen natürlich. Und diese möchten wir hier fett gestalten. Ja, dazu also einfach nur hier ein Doppelpipe. Und wir müssen oben und unten noch ein Haarlein hinzufügen. Also hier und hier entsprechend. Und dann natürlich das PDF erzeugen. Und wir bekommen dann... Solch ein Ergebnis hier. Ja, also hier, das müsste eigentlich ganz gut zu erkennen sein, diese doppelte Linie außen. Ja, eventuell lohnt sich das auch noch für die oberste Zeile, dann einfach hier ein Doppel-H-Line und damit setze ich dann die erste Zeile von den anderen Zeilen besser ab. Ja, und das sieht dann hier folgendermaßen aus. Gut, also so viel zu den Rahmen innerhalb unseres Tabulars. Okay?